Genau so ist es, Florian Bauer. Guten Morgen hier aus dem Deutschen Bundestag von uns. Also, das wird ein Winter der Not, so hat es Vizekanzler Robert Habeck dieser Tage in einem Interview nochmal zu Protokoll gegeben. Darauf müssen wir uns einstellen. Die Bundesregierung versucht dagegen anzuarbeiten mit vielen Milliarden, mit Bremsen und durchaus auch mit Deckeln. Das ist das Rezept. Die Frage ist, wie gut wirkt das gegen die Preise in der Krise? Antworten darauf jetzt von meinen beiden Gästen. Ich darf ganz herzlich begrüßen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen hier im Bundestag, Julia Verlinden, die gleichzeitig auch Mitglied der Expertenkommission für Energie und Wärme gewesen ist. Und ich freue mich, dass da ist Andreas Jung. Er ist Sprecher für Klima- und Energiepolitik der Unionsfraktion und stellvertretender Parteivorsitzender der CDU. Frau Verlinden, wenn wir bei Ihnen jetzt anfangen, die Strom- und die Gaspreisbremse heute in der ersten Lesung. Es sind auch noch viele andere Dinge, die auf der Tagesordnung sind. Das sei eine Brandmauer gegen hohe Preissteigerungen, das sagt der Wirtschaftsminister. Mal abgesehen davon, dass das Bild sehr explosiv ist, wenn ich an Feuer und an Gas denke, aber das lassen wir dahingestellt. Welche Garantie, dass das jetzt klappt mit dem, was Sie angehen? Also wir haben einen klaren Zeitplan, sodass diese Gas- und Strompreisbremsen auch im nächsten Jahr in Kraft treten und alle Menschen dann auch sich darauf verlassen können, dass sie an der Stelle ja einen Deckel bekommen. Das heißt, dass es nicht weiter steigen wird, die Energiepreise im Bereich Strom, Gas und auch Fernwärme. Und das ist wichtig, um hier auch Sicherheit zu geben. Wir haben mit hohen Energiepreisen auf dem Weltmarkt zu tun und deswegen ist es richtig, hier jetzt entsprechend gegenzusteuern. Über mögliche Mitnahmeeffekte, die jetzt schon im Raum stehen, können wir dann später gleich noch reden, wenn wir über die Strompreisbremse sprechen. Herr Jung, es gibt von Ihrer Seite, ganz konkret von Ihrem Partei- und Fraktionsvorsitzenden, gab es eine relativ heftige Kritik am Wochenende, kurzatmig und mit ganz heißer Nadel gestrickt war, so etwa die Formulierung. Ist das nur eine Kritik am Timing oder gibt es sozusagen ein strukturelles Problem, das Sie sehen? Es ist offenkundig mit heißer Nadel gestrickt, weil man erst im September begonnen hat. Wir wussten ja seit Frühjahr, spätestens im Sommer, es gibt eine Preisexplosion. Dann hat aber Olaf Scholz erstmal die Gasumlage vorgeschlagen. Dadurch wurde der Sommer vertan. Dann wurde die Kommission eingesetzt. Da ist ein fast unzumutbarer Zeitdruck gemacht worden. Das ist jetzt der Blick zurück. Aber der hat Auswirkungen heute, weil es dazu führt, dass diese Bremsen, die wir brauchen, erst im März kommen. Und deshalb hat die Regierung mehrere Notlösungen drumherum gestrickt. Dadurch wird es sehr kompliziert. Und es droht in der Umsetzung, dass viele Fragen aufgeworfen werden. Und dieses Vertrauen, das wir brauchen, eben nicht geschaffen wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, da wird jetzt gemacht, etwas bei Strom und beim Gas. Es wird aber nichts gemacht bei den Menschen und Betrieben, die mit Öl und Pellets heizen. Die sollen Härtefälle werden. Das sind aber keine Härtefälle. Das sind ganz viele Menschen und Betriebe aus der Mitte der Gesellschaft. Und deshalb sind Lücken in diesem Paket. Gut, dass das parlamentarische Verfahren beginnt. Ja, das ist der Punkt, den Sie auch schon länger machen, Frau Verlinden. Im Grunde genommen lag jetzt hier ein ganz wichtiger Punkt drin, nämlich die Frage ist, hat die Regierung hier unnotwendigerweise Vertrauen verspielt, indem sie wirklich, diese Kritik kommt übrigens auch aus den Ländern, dass Planungssicherheit fehlt für die KMUs, also die kleinen und mittleren Unternehmen, zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern kam ganz konkret diese Kritik. Also haben Sie einfach ein bisschen zu wenig Tempo gegeben? Das glaube ich nicht. Also wir sind seit dem Februar, seit diesem schrecklichen Angriffskrieg ja dabei, Entlastungen zu organisieren. Das ist ja jetzt auch nicht die erste Entlastung, die auf den Weg gebracht wird. Zahlreiche Milliarden sind schon ausgeschüttet worden, sind schon bei den Menschen angekommen, bei den Unternehmen angekommen. Und das ist jetzt ein weiterer Schritt, um sich auf den auf das kommende Jahr vorzubereiten. Heute allein ist diese Dezember-Soforthilfe in Kraft getreten. Das heißt, all diejenigen Menschen, die heute theoretisch ihren Abschlag für ihre Gasrechnung hätten zahlen müssen, müssen das nicht tun. Die einen Dauerauftrag haben beispielsweise, konnten diesen zurückziehen für den Dezember, beziehungsweise es wurde nicht eingezogen von den Energieversorgern. Und diejenigen, die über ihre Vermieter abgerechnet werden, die bekommen das Geld entsprechend zurück über ihre Nebenkostenabrechnung. Das heißt, die Dezemberzahlungen für Gas und Fernwärme hat der Staat übernommen. Und das heißt, diese Entlastung ist auch heute bei den Menschen schon angekommen. Wenn ich direkt einen Vertrag habe mit meinem Versorger, wenn ich einen Mieter in einer Mietwohnung bin, dann muss ich darauf warten bis nächsten Dezember, bis der Vermieter entsprechend über die Nebenkostenabrechnung kommt. Es kommt so ein bisschen drauf an. Wenn bereits eine Erhöhung stattgefunden hat, dann kann ich jetzt bereits schon meinen Abschlag reduzieren. Das sind verschiedene Rahmenbedingungen. Der Vermieter hat mich übrigens dann darüber informiert.
informieren müssen, wie das jetzt ab heute aussieht, wenn ich eben in einer Mietwohnung lebe. Dann schaue ich heute mal in meinem Briefkasten. Ja. Frau Verlinden, wenn wir beide jetzt hier rausgehen aus dem Deutschen Bundestag, mal abgesehen davon, dass es relativ kalt ist, gerade aktuell in Berlin und dieser harte Winter eigentlich schon beginnt, dann würden wir wahrscheinlich ein Problem haben, jemanden zu finden, der uns ad hoc erklären kann, die Funktionsweise dieses doch recht komplizierten Konstrukts. Also hat die Politik da jetzt wirklich ein Problem auch wieder mit dem Erklären von dem Ganzen? Nun, wir hatten die Erwartung zu erfüllen, dass wir sehr schnell handeln und dass es auch gut funktioniert. Und deswegen sind wir in der Expertenkommission Gas und Wärme zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, über die Energieversorger zu gehen. Denn die haben alle Kundendaten, die haben alle Kontoverbindungen. Und wenn die Energieversorger ab nächstem Jahr deutlich weniger einziehen, weniger Geld abbuchen bei den Menschen für Strom, Gas und Fernwärme, dann ist es ein sehr praktikables Vorgehen. Es ist ein Instrument, was schnell funktioniert und was natürlich jetzt erstmal auch noch von den Energieversorgern umgesetzt wird. Aber wir haben den Vorteil, dass wir im Gesetzentwurf auch stehen haben, dass es auch rückwirkend gilt. Also das heißt, auch die Monate Februar und Januar werden dann im März verrechnet. Heute ist noch nichts in der Börse, weil Sie es gerade so ein bisschen in den Raum gestellt haben. Nicht, dass jemand jetzt schaut und enttäuscht ist, sondern es ist noch Frist bis März, bis dann was fließt. Herr Jung, Sie haben schon die Kritik gemacht des Timings. Jetzt könnten wir natürlich noch mal fragen nach dem strukturellen Punkt. Also hätten Sie es denn grundsätzlich anders gemacht, abgesehen davon, dass Sie es schneller gemacht hätten, wenn Sie in Charge wären? Wir halten die Konstruktion von Strom- und Gaspreisbremse im Grundsatz für richtig. Das ist ja auch ein Vorschlag, der zurückgeht auf die Kommission. Ja. Da sind sehr viele kluge Menschen mit guten Gedanken dabei gewesen. Das halten wir im Grundsatz für richtig. Wir glauben aber, dass Gruppen außen vor gelassen werden, Öl und Pellets habe ich erwähnt, dass die einfachen Dinge nicht gemacht werden. Warum macht man nicht das klare Signal, die Mehrwertsteuer geht runter auf alle Energieträger, auf alle, auch etwa auf Strom. Der umgestellt hat von Gas auf Strom, der bleibt beim hohen Mehrwertsteuersatz und der bei Gas hat den niedrigen. Das passt doch nicht zusammen. Ja. Und unsere Kritik bezieht sich vor allem dann auch auf den Teil, wo eine Erneuerbarenbremse vorgelegt wird mit dem Abschöpfungsmechanismus. Sie haben gesagt, da ist manches kompliziert. Da haben wir einen gemeinsamen europäischen Rahmen, aber niemand macht es so kompliziert in Deutschland. Wir sind auf dem Weg zur Europameisterschaft in komplizierter Umsetzung. Aber wir wollen doch Vorreiter bei den Erneuerbaren sein. Ja. Die werden aber hier abgewürgt und sie werden schlechter behandelt als die Fossilen. Sie werden schlechter behandelt als die Kernenergie. Und deshalb braucht es gerade an diesem Punkt Veränderungen. Es muss das klare Signal geben, das, was man mit dem Osterpaket beschleunigen wollte, das wird jetzt nicht im Winter wieder eingerissen. Also da ist eine ganz konkrete Kritik. Übrigens ist natürlich da Europa mit im Boot. Und wir haben einmal schon bei Mehrwertsteuerfragen erlebt, dass das gar nicht so einfach ist, irgendwas abzusenken, was man möchte, weil Europa da... Beim Strom könnte man sofort beschließen heute im Bundestag. Warum machen wir es da nicht einfach? Also ich glaube, es ist jetzt für die Menschen weniger relevant, an welcher Stelle die Entlastung tatsächlich umgesetzt wird. Ob das an der Mehrwertsteuer hängt oder ob wir den Strompreis deckeln auf einen bestimmten Betrag. Die EEG-Umlage beispielsweise haben wir im Sommer bereits abgeschafft. Das war auch eine Entlastung von mehreren Cent pro Kilowattstunde. Ja. Das heißt, am Ende kommt es ja darauf an, wie viel kostet die Kilowattstunde. Und ob das an welcher Stelle jetzt geschraubt wird, ist, glaube ich, für die Menschen weniger relevant. Sondern wichtig ist, sie können sich jetzt auf einen Strompreis verlassen, der das ganze nächste Jahr gilt. Der gilt bis diese Krise sozusagen auch überwunden ist, die Ende wir aktuell 2024. haben. Und deswegen ist es notwendig, hier jetzt schnell in die Umsetzung zu kommen. Aber ich gebe Ihnen recht, wir müssen an der Stelle, wie finanzieren wir die Strompreisbremse und an welcher Stelle schöpfen wir die sogenannten Zufallsgewinne von den Energieerzeugern, also von den Stromerzeugern ab. Da müssen wir noch mal genauer hinschauen, dass das keine neuen Investitionen in Erneuerbare verhindert, weil das wäre natürlich die schlechteste Botschaft. Und deswegen schauen wir da im parlamentarischen Verfahren auch noch mal ganz genau hin. Die Klagewelle von der Solarbranche ist mehr oder weniger bereits angedroht. Dem sehen Sie gelassen entgegen. Ja, wir prüfen das jetzt im parlamentarischen Verfahren, ob da an einer Stelle nochmal nachjustiert werden muss. Aber wie gesagt, dazu sind wir in intensiven Gesprächen gerade. Mhm. Die Debatte fängt ja jetzt heute erst an. Gut. Es gibt etwas anderes. Wir sind ja im Grunde genommen jetzt schon in der Wechselstube hier zwischen Gas und Strom. Und das ist ja auch immer nur zusammen zu denken, wie Sie ja auch festgestellt haben, Herr Jung. Es gibt eine massive Kritik, die auch durchaus ernst zu nehmen ist, weil sie auch ans Konstrukt rangeht, die sagt, eigentlich bietet das Ganze, so wie es aufgebaut ist, nicht genügend Sparanreize. Also wenn ich mit einem hohen Wert komme an Verbrauch, habe ich trotzdem diese 80%, die einfach gedeckelt sind. Und wenn ich bisher schon gespart habe, bringt mir das nicht so furchtbar viel. Hätte man das irgendwie schlauer machen können?
Na, ich finde, das ist ja die Konstruktion, die die Kommission vorgeschlagen hat. Mhm. Eine Deckelung nicht auf das Niveau vor der Krise, sondern auf ein Niveau, das nach der Krise erwartet wird. Niemand weiß, wie es genau ist, aber es ist doch noch mal erheblich mehr als vor der Krise. Und nicht zu 100%, sondern zu 80%. Das heißt, zu einem guten Teil müssen Marktpreise dann eben doch bezahlt werden. Und da hat man bei den aktuellen Preisen einen Sparanreiz. Und deshalb im Grundsatz, wie gesagt, halten wir diese Konstruktion für richtig, weil sie mehrere Dinge zusammenbringt. Auch übrigens die Frage, wenn wir jetzt als Staat eingreifen, was ist in dieser Situation ausdrücklich notwendig ist, wie kommen wir da wieder raus? Und wenn diese Preise, die erwartet werden, tatsächlich erreicht werden, 12 Cent pro Kilowattstunde beim Gas, dann würde es automatisch abgeschafft werden. Deshalb ja, man kann und muss darüber nachdenken, was kann man noch mehr für Sparen, für Effizienz tun in Betrieben und bei Privathaushalten. Aber im Grundsatz ist an diesem Punkt die Konstruktion sehr nachvollziehbar. Ja. Und ich finde, zusätzlich müssen natürlich auch Investitionen getätigt werden. Also es kann ja nicht die Dauerlösung sein, dass sozusagen diese hohen, dass wir insgesamt als Gesellschaft gegen diese hohen Energiepreise ansubventionieren, sondern es muss dringend mehr dafür getan werden, dass auch Vermieter in die Sanierung der Häuser investieren, weil die Mieterinnen und Mieter dürfen nicht allein gelassen werden. Jetzt machen wir ein ganz weites Feld auf. Also wir sind alleine bei den Bremsen bei einem höheren zweistelligen Milliardenbetrag. So hat es Herr Habeck gesagt, ich glaube 56 oder so stand im Raum. Und da kann natürlich was draufkommen. Es gibt immer so besondere Gruppen, die man manchmal vergisst und dann kommen sie wieder ein bisschen rein. Eine Gruppe ist sozusagen die jungen Menschen in Ausbildung, sage ich jetzt einfach mal, ich mache es mal relativ komplett. Da ist was Schönes angedacht, ne, für Studenten, Studentinnen, Fachausbildung etc. Das Ganze ist nur ein bisschen blöd. Ich muss das auf einer digitalen Plattform anmelden, die es noch gar nicht gibt, Frau Verlinden. Es wird umgesetzt und das Geld wird bei den Menschen ankommen. Okay. Jetzt haben wir, wenn wir in die Schlusskurve gehen, Herr Jung, noch mal die Chance zu reden über, sagen wir mal, unseren Energiemix der Zukunft. Es bringt ja nichts, wenn wir nur über den heutigen Tag denken. Jetzt haben wir eine neue Lösung. Katar will uns Flüssiggas liefern ab 2026. Das ist so in Sichtweite, aber es ist jetzt nicht direkt was für den nächsten Winter. Was machen wir eigentlich aus dieser Balance von Abhängigkeiten? Sozusagen sind wir quasi bei dem einen aus dem Bett gesprungen und gehen mit dem nächsten, sagen wir mal, halb seinem Bruder zu Bett? Die Antwort auf einseitige Abhängigkeiten, die bei den Fossilen entstanden sind, bei Russland, müssen ganz breite Partnerschaften sein, vor allem beim Wasserstoff. Die sind ja auch auf den Weg gebracht, schon in den letzten Jahren. Die müssen jetzt konsequent fortgeführt werden. Auf dem Weg dahin brauchen wir Gas als Brücke. Da ist wichtig, dass es eben sehr verteilt wird, dass wir nicht einen oder nur wenige große Lieferanten haben, sondern dass es jetzt gelingt, da einen breiten Strauß an Lieferbeziehungen aufzubauen. Aber entscheidend ist, dass wir jetzt die Dinge, die wir angegangen haben, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasserstoffstrategie, dass die konsequent vorangebracht werden, dass die beschleunigt werden mit einem verlässlichen Rahmen für die Energieeffizienz, aber auch dadurch, dass wir den Erneuerbaren jetzt Vertrauen geben, Verlässlichkeit geben. Und dieses Vertrauen wird durch den Vorschlag zur Abschöpfung beschädigt. Und deshalb ist gut, dass Frau Verlinden angekündigt hat, wie auch Abgeordnete der Ampel gestern im Ausschuss, da schaut man noch mal gemeinsam drauf. So wie es ist, kann das nicht bleiben. Mhm. Frau Verlinden, solange das Präsidium noch nicht da ist, können wir noch einen Punkt weiter sprechen. Also es gibt quasi noch diesen Punkt mit diesem Flüssiggas. Mhm. Das war ja kein Liebesmodell für die Grünen. Und sie gehen jetzt quasi noch mal eigentlich den Weg in die falsche Richtung. Es ist wichtig, dass diejenigen, die jetzt privatwirtschaftliche Entscheidungen treffen, genau im Blick haben, dass wir eine Klimaschutzpolitik fortsetzen, die dazu führen wird, dass deutlich weniger Gas verbraucht wird. In den nächsten Jahren schon wird der Gasverbrauch zurückgehen, denn wir müssen die Klimaziele schaffen und dazu führt eben raus aus den Fossilen. Und deswegen ist die Langfristigkeit von Investitionsentscheidungen eine sehr knifflige Angelegenheit, wo die Unternehmen, die daran investieren, gut nachdenken müssen, was langfristig funktioniert. Ich habe zu danken an Julia Verlinden, Andreas Jung. Sie als Politik haben noch viel auf der Brust. 9% nur der Deutschen glauben, dass diese Entlastungsorgien wirklich eine Entlastung bringen am Ende. Da ist noch viel Vertrauensarbeit nötig. Danke, dass Sie bei uns waren.